Gut, unsere Referenten müssen sehr pünktlich weg, weil die alle noch Verpflichtungen haben. Deswegen möchte ich jetzt auch sehr schnell anfangen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich begrüße ganz herzlich unsere Referenten. Ich stelle mich auch kurz vor. Mein Name ist Markus Pindur. Ich bin Redakteur bei Deutschlandradio und freue mich sehr, dass ich hier so ein kompetentes Podium auch habe. Ganz zu meiner Rechten sehen Sie Professor Pertes von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dürfte den meisten von Ihnen auch sehr vertraut sein. Werner Heuer brauche ich, glaube ich, auch nicht vorzustellen, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Die meisten von Ihnen werden auch Graham Watson kennen. Wenn Sie den Deutschlandfunk hören, ja. Ein regelmäßiger Gast, Mitglied des Europaparlamentes und mehrere Jahre Vorsitzender der liberalen Fraktion im Europaparlament. Unser Thema hier heute ist Sicherheit und Globalisierung, nationale Werte und Interessen in der Globalisierung. Globalisierung ist ein sehr vielschichtiges Phänomen. Ich möchte mal nur die beiden äußeren Leitplanken bezeichnen. Es ist eine anonyme Macht, der wir ausgeliefert sind. Es ist kein Prozess, zu dem wir Ja oder Nein sagen können. Er ist einfach da. Und gleichzeitig ist er ein von Menschen gemachter Prozess, nämlich er bezeichnet auch die Fähigkeit unter anderem von Menschen weltweit zu kommunizieren und zu handeln. Das sind aber, wie gesagt, nur die beiden äußersten Leitplanken. Ich möchte in einer ersten Runde den Referenten Gelegenheit geben, in 4-5 Minuten vorzustellen, was Sie denken, was in den nächsten 20 Jahren bis 2030 die größten Herausforderungen sein werden, die die Globalisierung an uns herantragen wird. Es geht darum, dass wir hier Fragen entwickeln. Wir wollen keine Patentlösungen zeigen. Vielleicht wird der eine oder andere auch für ein Problem eine Lösung offerieren, aber im Wesentlichen geht es darum, die Herausforderungen zu charakterisieren, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Und ich möchte einfach der Reihe nach von rechts nach links mit Herrn Professor Pertes dann beginnen. Herr Professor Pertes, was denken Sie, was bestimmt im Jahr 2030 unser Bild von der Globalisierung? Okay, in 4-5 Minuten die Welt erklären, das ist ja ein kleines Problem. Machen wir gerne. Ich glaube, erstmal, ich finde das gut, dass dieses Panel unter den Titel gesetzt worden ist, Globalisierung und Sicherheit und Interessen. Tatsächlich hat Globalisierung mit Sicherheit ja eine ganze Menge zu tun. Wir haben heute Morgen, ist das auch häufig betont worden, gelernt, Globalisierung in erster Linie als eine Entgrenzung, darum geht es ja immer bei der Globalisierung, eine Entgrenzung von Chancen zu betrachten. Das ist sie auch, in erster Linie, aber sie ist eben auch eine Entgrenzung von Risiken. Das heißt, auch Risiken sind nicht mehr nationalstaatlich eindämmbar, sondern migrieren durch die Politikfelder und migrieren durch die Kontinente und dies ziemlich schnell, schneller als wir manchmal können. Das heißt, wir haben Herausforderungen, die kein Nationalstaat mehr alleine bewältigen kann. Das ist einerseits gut, weil dadurch ja Interdependenzen geschaffen werden, also Staaten werden voneinander abhängig, es gibt einen gewissen Zwang zur Kooperation, das ist gut, das ist friedensfördernd. Andererseits nimmt es auch gewisse Chancen traditioneller Politik, etwa Druck auszuüben auf andere Staaten, weg. Das heißt, konkret, wenn Sie amerikanischer Präsident sind und Sie brauchen China, um das Weltfinanzsystem zu stabilisieren, dann ist es relativ schwierig, auf China Druck auszuüben wegen geopolitischer Konflikte in der südchinesischen See oder noch schlimmer, noch schwieriger wegen Menschenrechtssituationen oder Verletzungen in China selbst. Wir werden also, und das sehen wir hier schon, ein multipolares System haben, das entwickelt sich gerade relativ schnell. Ich behaupte, dass wir auch im Jahre 2030, in 20 Jahren, ein multipolares System haben werden, das zudem noch regional polarisiert ist, also in Afrika oder in Asien polarisiert sein wird. Wie genau es sich gestalten wird, wie die Verhältnisse zwischen den Polen sich gestalten werden, das wissen wir nicht. Das ist die Aufgabe der Politik, hier mitzugestalten. Wir wissen nur, es wird multipolar sein, aber nicht, wie die Verhältnisse aussehen werden. Was sicher ist, in einem multipolaren System ist das, was ich so die traditionelle Freund-Feind-Kennung nenne, sehr viel schwieriger. Die gibt es nicht mehr. Der Wert von Allianzen sinkt, das zeigt uns Barack Obama manchmal heute schon. Dafür nimmt der Wert von, ich will mal sagen, Koalitionen der Vernünftigen und der Relevanten nimmt erheblich zu. Das heißt, man muss sich mehr darum bemühen, an Themen orientiert mit anderen zusammenzuarbeiten, die möglicherweise
andere Agenten haben. Und ich glaube, unser Interesse, es wird ja auch in dem Panel nach dem nationalen Interesse gefragt, unser Interesse ist, dass wir eine, wenn wir schon eine multipolare Weltordnung erleben werden, dass dies auch eine multilateral gestaltete Weltordnung sein wird. Im Diskurs der Europäischen Union wird dann immer von effektivem Multilateralismus geredet. Ich glaube, das ist ein richtiges Wort. Wir müssen es nur substanziieren. Und das heißt für uns, glaube ich, in erster Linie verrechtlichte Verhältnisse in der Welt, verrechtlichte internationale Beziehungen, wo Recht und Regeln für alle gelten, wo also, um es zu versuchen, mal in ein Schlagwort, was vielleicht auch ein liberales Schlagwort sein könnte, zu übersetzen, wo die Stärke des internationalen Rechts und nicht das Recht des international Stärkeren gilt und sich durchsetzt. Was wäre da die Agenda für deutsche Außenpolitik? Ich bin gefragt worden für liberale Außenpolitik, das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, was vielleicht für deutsche Außenpolitik die Agenda ist, und wenn Sie das dann adoptieren, das Zelt des Liberalismus ist ja groß, dann bin ich auch zufrieden. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wichtig sind, aber drei Prioritäten, über die wir vielleicht auch hier reden müssten. Das erste ist für mich, einfach weil kein Nationalstaat seine vitalen Interessen heute alleine mehr garantieren, geschweige denn durchsetzen kann, eine Stärkung der Europäischen Union, so dass die Europäische Union ein Akteur wird, dessen Fähigkeiten auf das Niveau der eigenen Ambitionen hochgehoben wird. Wir haben ja sehr hohe Ambitionen. Wir reden von strategischen Partnerschaften, wir reden von der EU als weltpolitischem Spieler. Ich glaube, da müssen wir an den Fähigkeiten noch ein bisschen antworten. Und das geht wahrscheinlich abarbeiten, das geht wahrscheinlich nur, indem wir an zwei Bereichen tatsächlich weiter uns um Fortschritte bemühen. Das eine ist der Bereich der Integration. Da kommt, Handel ist sozusagen abgeschlossen, die Integration, aber da kommt dazu die Integration im Bereich des Auswärtigen Dienstes, der Verteidigung, der Energie etc. Da kann man noch ein paar andere Beispiele nennen, aber das sind die, die außenpolitisch besonders wichtig sind. Da gehört für mich aber auch, und ich weiß, da finde ich nicht nur Freunde, bei der FDP vielleicht mehr als in anderen Parteien, dazu gehört für mich auch die Weiterarbeit an der Erweiterung. Denn eine Europäische Union, die bestimmte europäische Staaten außen vor lässt, weil die kulturelle Grundlage vielleicht heute nicht stimmt oder noch nicht stimmt, wird nicht der starke und aktive Spieler in der Weltpolitik sein, den wir brauchen. Zweites Agenda-Objekt für mich wäre die Stärkung unserer Fähigkeiten, damit meine ich Deutschlands, der Europäischen Union, der UN, bei Konfliktlösung und Konflikt- oder Krisenprävention. Einfach deshalb, weil viele von den sogenannten globalen Risiken, über die wir ständig reden, also Proliferation ist genannt worden, oder Terrorismus oder organisierte Kriminalität, an sich ja keine Wesen an und für sich sind, sondern Phänomene sind, die eher als Epiphänomene beschreibbar sind, deren Ursachen in ungelösten Regionalkonflikten oder in schwachen, schwächelnden, fragilen und zerbrechenden Staaten liegen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, Regionalkonflikte, die zum Teil seit 30, 40 Jahren ungelöst sind, denken wir an den Nahen Osten oder manche Konflikte auch in Asien, oder die Schwäche von Staaten zu überwinden, Tschad, Kongo, was auch immer, dann werden wir auch mit Problemen wie der Proliferation von Massenvernichtungswaffen, organisierter Kriminalität, ungeregelter Migration und vielen anderen sogenannter globaler Risiken nicht umgehen können. Also hier die Fähigkeiten zu stärken, ist für mich die zweite Priorität. Die dritte Priorität ist für mich, und damit höre ich dann auch auf, Partner zu finden unter den Staaten, die heute sehr ambitiös auf die Weltebene streben als neue Mittel und neue Großmächte, die sogenannten Emerging Nations, Emerging Powers. Wir reden sehr viel davon. Es gibt das schöne Wort von Robert Zoellick, China sollte ein Responsible Stakeholder werden. Wir reden viel davon, dass diese Staaten eine Rolle in der Weltpolitik übernehmen sollen. Wir haben auf der einen Seite das Problem, dass sie vor Verantwortung zurückschauen, auf der anderen Seite unser Problem, dass wenn sie tatsächlich anfangen, Politik zu machen, wir manchmal fragen, wer hat euch denn gebeten, hier aufzutreten auf der Weltbühne? Das heißt, wir müssen neue Konsens Findungsmechanismen international finden, da geht es um Strukturen, da geht es aber natürlich auch um Agenden, wo wir mit diesen neuen Groß- und Mittelmächten versuchen, gemeinsame Agenden zu finden. Das heißt für uns zum Teil auch umzudenken, dass nicht nur die Wahrheit der westlichen Allianz oder des alten Westens die einzige Wahrheit ist, die in der Welt ankommt, wenn wir globale Risiken bekämpfen müssen. Das heißt, hier und da auch Positionen aufzugeben. Es heißt aber, dass wenn wir diese Partner nicht finden und diese Partner nicht einbinden, wir tatsächlich die globalen Risiken eben nicht mehr lösen können. Europa kann die Finanzkrise nicht lösen, Europa kann die Klimakrise nicht lösen.
Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Ein letzter Satz. Ich glaube, wenn es um diese Emerging Nations geht, dürfen wir einen Fehler nicht machen, dass wir nur nach China und Indien schauen. Es gibt eine ganze Reihe Staaten mehr dort draußen, die wichtige Partner sein werden. Gerade auch für eine Mittelmacht wie Deutschland sollten wir auch nach Südkorea, nach Indonesien, nach Südafrika, nach Brasilien schauen und sagen, es sind nicht nur die zwei ganz Großen, auf die wir schauen müssen. Emerging Nations ist auch multipolar, auch pluralistisch, ist eine ganze Bandbreite. Schönen Dank. Herr Perthes, recht herzlichen Dank. Sie haben die zentrale Rolle, die Europa spielen wird, auch weiterhin, muss man ja sagen, in den nächsten 20 Jahren betont. Das wird der Staatsminister im Auswärtigen Amt wahrscheinlich genauso sehen, oder Herr Heuer? Ja, ich unterschreibe sowieso das, was Volker Perthes gesagt hat. Deswegen angesichts der begrenzten Zeit beschränke ich mich darauf, ein paar Akzente dazu zu setzen. Denn wir sind ja dabei, einen Prozess zu starten, an dessen Ende eine neue theoretische Fundierung liberaler Politik in Deutschland stehen soll. Und da muss auch für die Außenpolitik was drin sein. Das ist nicht nur, weil das unser Markenzeichen ist, sondern weil wir dort auch, glaube ich, eine große Verantwortung tragen. Und das heißt, das, was wir an Grundsätzen für die Innenpolitik formulieren, im Hinblick auf Freiheit, Verantwortung, Recht, das muss auch für das Thema der internationalen Politik glaubwürdig bleiben. Und deswegen ist dieses Transponieren auf die internationale Ebene manchmal gar nicht so ganz leicht. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir sehen, hier steht Globalisierung, Sicherheit, Interessen, Werte steht hier nicht. Aber ich glaube, dass wir in der Frage Werte und Interessen da durchaus in ganz schwierige Konflikte kommen werden. Man muss sich mal vorstellen, ein Szenario für die Beendigung Afghanistan, des Afghanistan-Konflikts und Ähnliches. Und der Umgang mit erfolgreichen autokratischen Regimen, auf deren Zusammenarbeit in der Weltpolitik wir angewiesen sind. Das bringt uns in Konflikte zwischen Interessen oder Sicherheitsnotwendigkeiten einerseits und Wertefragen andererseits. Und ich glaube, da müssen wir noch als Liberale dran arbeiten, wie wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen. Europa, selbstverständlich. Also Globalisierung. Kann das Heil denn nur in institutionellen Verbesserungen sehen, so wie Herr Perthes das entworfen hat? Nee, wir müssen erstmal unser Mindset. Ich meine, es handelt sich ja um verschiedene politische Kulturen, grundverschiedene, wie sich ja zum Beispiel im Irakkrieg gezeigt hat. Auf jeden Fall. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber wir müssen auch erstmal unser eigenes Haus in Ordnung bringen. Die Globalisierung, hat der Perthes zu Recht gesagt, oder Sie hätten in der Anmoderation gesagt, die kommt. Die wartet nicht darauf, ob wir uns entscheiden, uns dazu zu bekennen oder nicht. Die wird stattfinden. Und ich habe bei der Diskussion über strategische Partnerschaften der Europäischen Union neulich im Rat mal gesagt, da hatte ich so einen Ausbruch, gesagt, wir müssen auch an dem Punkt mal unseren Eurozentrismus überwinden. Denken wir an Kopenhagen. Nach Kopenhagen sind unsere Fachminister mit den besten ökologischen und umwelt- und klimapolitischen Absichten hingefahren und sahen sich plötzlich einer geostrategischen Herausforderung gegenüber, auf die wir nicht vorbereitet waren. Und das müssen wir mal realisieren und umsetzen jetzt für die Vorbereitung von Cancun und Durban, weil sonst werden die Europäer möglicherweise bei einem solchen gigantischen Themenfeld irrelevant. Wenn wir relevant sein wollen, dann müssen wir uns interessant machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass bei großen globalen Fragen die Südostasiaten und die Chinesen und die Japaner und die Brasilianer und die Südafrikaner uns mit ins Boot nehmen. Die gehen auch manche Dinge selber an und wir sind plötzlich in einer Minderheitensituation. Mit dieser Situation muss man sich befassen. Das heißt also, wir müssen dort uns attraktiver machen. Das können wir nur dann, wenn wir diese europäische Integration ohne Wenn und Aber kraftvoll fortsetzen, keinen Zweifel daran lassen, dass wir es tun, auch in dieser Währungsfrage keinen Zweifel daran lassen, dass wir es tun, dass wir dieses europäische Bauwerk einschließlich seiner Währung zukunftsfest machen müssen. Da lastet allerdings eine große Verantwortung auf uns, die manchmal auch unbequeme Antworten erfordert. Aber wir müssen davon ausgehen, dass wir in dieser Globalisierung sowohl ökonomisch als auch sicherheitsmäßig und erst recht in der Wertefrage nur noch eine Schnitte bekommen, wenn wir die europäische Integration vertiefen und gleichzeitig aber auch unseren Mindset verändern. Das heißt, bestimmte Diskussionen, die wir eher nach innen orientiert in Europa führen, müssen wir langsam mal überwinden und an die Frage rangehen, wie sehen wir eigentlich von den vielen Polen der Welt aus, was hält man eigentlich in Jakarta, ein Land, dem keiner hier richtig Aufmerksamkeit zuwendet, obwohl es das verdienen würde, wie sehen wir als Europäer da eigentlich aus? Und da müssen wir, glaube ich, wirklich ran. Europa in der Globalisierung, die Selbstbehauptung der Europäer in der Globalisierung, das ist die ganz große Frage. Und das kann man dann runterbrechen auf die verschiedensten Gebiete. Das beginnt mit den Fragen von Hunger und Gerechtigkeit in der Welt, Wasser und Energieverteilung. Und das geht aber auch hin für Fragen, die ein Land, was
mal von der Existenz von Atomwaffen profitiert hat, angehen muss. Nämlich kriegen wir denn diese Dinge noch unter Kontrolle, wenn wir die Proliferationsrisiken nicht ganz vehement und proaktiv angehen in den nächsten Jahren. Sie müssen entschuldigen, Ihr Moderator ist ein wenig erkältet, verschnupft, aber im physischen Sinne, gar überhaupt nicht im übertragenen Sinne. Europäische Integration als ein entscheidendes Moment, auch weiterhin in der deutschen Außenpolitik, hat Herr Heuer gerade genannt. Es gab mal eine Lissabon-Strategie. Ich hatte zunächst mal die institutionellen Fragen angesprochen. Ich weiß nicht, ob das so erfolgreich ist, was da in letzter Zeit passiert ist. Es gab auch mal die sogenannte Lissabon-Strategie, die wollte Europa im Jahre 2010, war es, glaube ich, ne? zum konkurrenzfähigsten Raum dieser Welt machen. Wir sehen, dass wir es nicht sind, jedenfalls nicht in jeder Hinsicht. Wie beurteilen Sie besonderen Blick aus dem Parlament diese Strategie? Hat sich Europa da nicht übernommen oder woran hat es gelegen? Markus, ich bin auch erkältet und nicht hundertprozentig. Und als Christian Lindner mich gefragt hat, hierher zu kommen, habe ich ihm gesagt, ja Christian, das wäre für mich eine Ehre. Aber ich kann an mindestens 10 Europaabgeordnete denken, die besser qualifiziert als ich sind, über Sicherheitspolitik und Außenpolitik zu sprechen. Es kam seine Antwort, ja Graham, wir auch, aber die haben alle abgesagt. Was über Wirtschaftspolitik kann ich Ihnen viel sagen, aber das über unsere Lissabon-Strategie mit was geschehen ist in den Finanzmärkten in den letzten 2-3 Jahren, können wir es vergessen. Wir werden es tun. Wir haben jetzt eine neue Architektur für eine Kontrolle der Finanzmärkten und den Bankwesen. Und jetzt werden wir auch eine neue Politik haben. Aber es wird viele Jahre sein, bevor wir wirklich konkurrenzfähig sind. Und wir müssen viel an Research und Development investieren. Nee, ich habe für euch eigentlich in diese Themen 3 simple sicherheitspolitische Botschaften. Erstens, wir haben viele Probleme in Europa. Erste zu lösen. Ich will Angela Merkel einen Spiegel schenken. Sie soll durchgehend ihre Visage anschauen. Angela Merkel ist Christdemokrat. Sie besetzt ihr privates Glauben. Sie weiß aber, der Staat muss säkular bleiben. Sie versucht, die Gesellschaft von ihren christlichen Werten zu prägen, aber nimmt an, dass andere anders denken. Er sitzt in Ankara, einen Mann namens Erdogan. Erdogan ist kein Christdemokrat, sondern Allah-Demokrat. Er hat sein privates Glauben. Er weiß aber, dass die säkuläre Tradition seines Staates sehr wichtig bleibt. Er versucht, die Gesellschaft durch seine Werte zu prägen, aber doch verhindert andere nicht, anders zu leben. Christdemokraten sollen ihre islamische Spiegelimage erkennen. Und wenn sie das tun, haben wir einen großen Schritt in Europa vorangemacht. Mhm. Zweitens, ich weiß, viele haben Europa-Verdruss, Verdrossenheit. Es kostet zu viel. Das alles zu managieren ist zu schwierig. Sie verschränkt euren Spielraum. Überlegen Sie aber bitte etwas. Die größte Herausforderung unserer Zeiten sind alle supranational, wie schon gesagt worden ist. Weltbevölkerungszuwachs und Migration, Klimawandel und Energiesicherheit, grenzüberschreitende Kriminalität und Terrorismus. Wir können bloß nicht mehr alleine solche Herausforderungen überwinden. Auch ein Großstaat wie Deutschland ist dafür zu klein. Europa kostet viel, ja, aber nichts Europa würde viel, viel mehr kosten. Es ist ein bisschen wie Mark Twain über Wagners Musik geschrieben hat.
Es ist nicht so schlecht, wie es klingt. Europa ist nicht so schlecht, wie sie klingt. Wenn Sie ein bisschen mehr wissen wollen, bitte mein neuestes Buch kaufen. Das wird nächste Woche von John Harper veröffentlicht. Kostet nur 25 Euro. Drittens. Hans-Dietrich Genscher hat eine große Idee gehabt im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Diese Idee hat nicht nur die FDP-Profil gegeben, sondern hat auch Freiheit und Sicherheit für Deutschland und Europa ausgedehnt. Durch die Ostpolitik haben wir alle an Freiheit und Sicherheit gewonnen. Heute gibt es noch eine solche Idee. Sie ist aber nicht aufgenommen worden. Warum? Teilweise vielleicht, da man glaubt, sie liege im Bereich der Energiepolitik. Doch ist die Energiepolitik heute Teil der Sicherheitspolitik. Wenn Sie glauben in Deutschland, vielleicht glauben einige Christdemokraten, Sie können unabhängig durch ein zweiseitiges Abkommen mit Russland Energiesicherheit kriegen, dann werden Sie nicht nur die Europa schwächern, sondern Sie spielen mit dem Teufel. Diese neue große Idee heißt auf Deutsch Desertec. Sie haben davon gehört. Siemens, RWE, andere deutsche Industrie arbeiten schon darauf. Es handelt sich um Sonnenenergie rings um das Mittelmeer zu entwickeln und ein Netzwerk von Elektrizitätskabeln über ganz Europa und Nordafrika zu schaffen. Die Vorteile für deutsche Industrie sind riesengroß. Es gibt auch politische Vorteile. Sie werden es auch nicht brauchen, den Lebenslauf ihrer Kernreaktoren zu verlängern. Aber durch diesen Projekt bauen wir ein Gleichgewicht an Russland für Energiequellen und wir fordern Wirtschaftsentwicklung im Mittelmeerraum. Plus, diese Idee mangelt bis jetzt an politischer Führerschaft. Da ist eine Rolle für die FDP. Vielen Dank für das Statement. Herr Watson hat mit einem ganz klar erweiterten Sicherheitsbegriff gearbeitet, den wir alle schon uns gewöhnt haben, seit den 90er Jahren auch zu benutzen und damit umzugehen. Ich möchte jetzt nochmal auf die Globalisierung zurückkommen und auf Chancen und Risiken derselben. Und zwar, Herr Professor Perthes, gerade weil Sie kein Wirtschaftswissenschaftler sind. Die Globalisierung hat uns in diese Krise gestürzt und gleichzeitig hat diese Globalisierung uns mit enormer Kraft aus dieser Krise wieder herausgeschleudert, offensichtlich, sodass man sie kaum als normaler Bürger kaum richtig zur Kenntnis nehmen konnte. Wie vermittelt man so etwas politisch? Also wie geht man damit um, dass man den Leuten sagt, so und so sehen die Chancen und Risiken aus? Na, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen ein berlinozentrischer Blick. Viele Menschen in der Welt haben die... Schuldig, ja. Ja, tun wir wahrscheinlich alle. Oder londonzentrisch oder brüsselzentrisch. Was wir, und das hat eben auch was mit Globalisierung und mit der Globalisierung als Verstärkerin von vielen Tendenzen zu tun, die sonst vielleicht auch stattgefunden hätten. Ganz viele Leute haben die Folgen der Krisen sozusagen körperlich gespürt. Und interessanterweise waren das häufig Leute in Ländern, die auf den internationalen Finanzmärkten überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das hat etwas mit diesem Migrieren von Krisen durch verschiedene Politikfelder und Kontinente zu tun in einer entgrenzten Welt. Also konkret, wenn die Hausbesitzer in den USA faule Kredite bekommen für ihre Häuser, die sie sich eigentlich nicht leisten können und dort dann Banken zusammenbrechen, kann das dazu führen, dass es Versorgungskrisen gibt in Ländern, die nie eine Rolle, in Tadschikistan oder ich weiß nicht wo, die nie eine Rolle auf den Finanzmärkten gespielt haben, weil plötzlich keine Rückflüsse mehr von Arbeitsmigranten kommen, weil dort nicht mehr investiert wird, weil keine Entwicklungshilfe mehr hinfließt. Das heißt, da sind Millionen Menschen von berührt worden und haben das sehr wohl gespürt. Und es ist richtig, dass in den Zentren des Kapitalismus die Krise auch schneller überwunden werden wird, als da, wo die Folgen nur zu spüren sind. Ich glaube, das müssen wir, gerade wenn wir über die Zukunft von Globalisierung als Chance nachdenken, müssen wir das immer mit im Hinterkopf haben,
dass dort manche anderen Länder noch stärker betroffen sind und deshalb vielleicht auch eine andere Agenda haben. Deshalb vielleicht auch auf manche unserer, wie ich ja finde, richtigen Agenda-Teilstücke, wie klare Regeln für Begrenzung des CO2-Ausstoßes, nicht so enthusiastisch eingehen wie wir, weil sie sagen, heraus aus der Entwicklungslücke, mehr Wachstum hat für uns Priorität. Das müssen wir nicht richtig finden, aber wir müssen zumindest zur Kenntnis nehmen, dass diese Länder dann auch legitime Interessen haben, wenn sie das anbringen. Ich stimme absolut dazu, aber ich glaube, wir müssen auch etwas anerkennen. Europa ist viel besser, um ihrer Bevölkerung zu helfen, die Vorteile der Globalisierung zu nutzen, als ihre Bevölkerung zu schützen von den Nachteilen der Globalisierung. Und da müssen wir es anerkennen, dass wir in schwierige Zeiten leben. Und das sehen wir mit diesen letzten Streiks und so weiter. Die Bewältigung dieser Krise ist eine unglaublich schwierige Gratwanderung. Wir haben jetzt gesehen, dass wir aufgrund der Verflechtung und dieser Krisenmigration in die Lage kommen, bestimmte Dinge nicht mehr beherrschen zu können, weil offenbar das Regelwerk nicht ausreicht. Und das ist so ähnlich wie in der Wettbewerbspolitik. Die Liberalen bekennen sich ohne Wenn und Aber zum Wettbewerb, aber ohne ein funktionierendes Kartellamt funktioniert der Wettbewerb auch nicht, weil der Markt Märkte eben auch eine inhärente Tendenz zur Monopolisierung oder Oligopolisierung haben. Also haben wir entsprechende Mechanismen. Das brauchen wir für die internationale Szene auch und eben auch für den Bereich der Finanzmärkte. Die Gefahr ist natürlich jetzt, ob unter dieser Überschrift notwendige Regulierung wir jetzt drauf und dran sind, den Grundgedanken des Wettbewerbs über Bord zu werfen. Und sozusagen wesentliche Bereiche der Versorgung, zum Beispiel mit Kapital, schlicht zu verstaatlichen. Also da die Balance zu wahren, das ist aus liberaler Sicht, ich will ja heute die Fragen mit einfach nur auf den Tisch legen, ohne sie beantworten zu können, das ist eine der Fragen, die für die Gestaltung eines liberalen Grundsatzprogramms im Bereich Internationales herausragend bedeutsam sein werden. Also wir haben erkannt, dass wir auch teilweise zu wenig gemacht haben. Aber wir sehen uns jetzt auch einer Phalanx von Vorschlägen gegenüber, die möglicherweise das Kind mit dem Bade ausschütten. Und da müssen wir die Relationen wahren. Darf ich mal zur Sicherheit im engeren Sinne kommen, im militärischen Sinne auch? Herr Heuer, was sehen Sie denn da für Projekte in der Zukunft, wo liberale Außenpolitik, deutsche Außenpolitik sich profilieren könnte und sagen könnte, das sind Projekte, die wir mit unseren europäischen Verbündeten und auch mit unseren amerikanischen Verbündeten unter Umständen gemeinsam durchsetzen könnten? Also erstens muss man eine Vorfrage stellen, ob wir wirklich vom Mindset her den Kalten Krieg überwunden haben oder ob wir bei der Gestaltung unserer Sicherheitsvorsorge eigentlich immer noch das Denkschema drüber legen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo sich unheimlich viel bewegt. Die Entwicklung in Polen ist unheimlich beglückend für uns. Das ist eine traumhafte Entwicklung. Da kann noch mehr passieren im Hinblick auf Mittel- und Osteuropa und Südosteuropa. Auch im Hinblick auf das Erweiterungsthema, da stimme ich Graham Watson zu, das ist nicht vorbei, da werden wir noch weiter daran arbeiten müssen. Das Zweite ist, wir müssen uns fragen und unsere Partner fragen, ob die Amerikaner die Absicht haben, ihr Engagement in Europa zu beenden oder weiter fortzuführen. Eine ganz zentrale Frage. Ich hoffe, Sie werden die Frage positiv beantworten. Und drittens werden wir die Schlussfolgerung ziehen müssen, sowohl aus der politischen als auch aus der ökonomischen, auch haushaltsmäßigen Entwicklung und sagen, Leute, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, Abteilung Sicherheitspolitik und der Abteilung Verteidigungspolitik müssen wir Europäer sehr viel mehr machen. Das wird eine der großen Herausforderungen sein, auch wieder für uns eine sehr, sehr kitzlige Frage, wenn es konkret wird. Wir bekennen uns als Liberale auf Parteitagsbeschlüssen gerne dazu, wir wollen europäische Armee. Aber wenn wir dann mit den Partnern in Europa darüber verhandeln, wie wir den Parlamentsvorbehalt denn auf europäischer Ebene ausgestaltet wissen wollen, dann sagen uns liberale Freunde aus allen möglichen europäischen Ländern, ihr habt da an der Waffe. Also wir müssen dann schon auch bereit sein, wirklich diesen Dialog mit unseren nicht-deutschen Partnern in Europa zu führen, wie man denn eine solche europäische Struktur ausgestatten könnte. Ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Wenn ich das Desaster der Verteidigungs- und Rüstungsplanung der letzten 30 Jahre oder zumindest mal nach dem Ende des Kalten Krieges vor 20 Jahren vergegenwärtige, wir haben zig Milliarden in den Sand gesetzt, weil wir Rafale, Eurofighter und Gripen gleichzeitig entwickelt haben und ähnliche Dinge gemacht haben. Das können wir uns ökonomisch nicht mehr leisten, jenseits der Frage, dass es auch politisch sinnvoll ist. Also ich glaube, dem Thema europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss man besondere Bedeutung beimessen. Und dann sage ich gleich dazu, damit das heute nicht untergeht.
Wir sind ja in einer glücklichen Lage, dass Deutschland, was fast ein Jahrhundert lang Ausgangspunkt schwierigster Konflikte und größter Katastrophen gewesen ist, heute nicht im Zentrum der Problemgenerierung steht. Wir müssen Beiträge zur Problemlösung leisten heute. Das ist unsere Aufgabe und das heißt, wir müssen der Frage der Beherrschung der Proliferationsrisiken sehr viel mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Wenn wir sagen, wir wollen die nuklearen substrategischen Systeme aus Deutschland weghaben, dann klingt das so klein und so fast kleinkariert, weil es um ein paar kleine Systeme in Deutschland geht. Das ist auch nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist, ob wir einen Teil unseres militärischen Dispositivs, was in Zeiten des Kalten Krieges ein Beitrag zur Problemlösung war, jetzt aber zum Problem geworden ist, tatsächlich richtig angehen. Und deswegen muss für liberale deutsche Außenpolitik das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle, insbesondere auch Verhinderung der Proliferation gegenüber nichtstaatlichen Akteuren, eine ganz große Bedeutung bekommen. Was können die Europäer da tun? In der Frage des Iran haben Sie ja, muss man ja sagen, sehr hart verhandelt, sind sich auch einig gewesen. Das hat alles sehr schön funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Dann hat es nicht mehr funktioniert, weil der Iran nicht mitgespielt hat. Ja, das ist halt immer so, wenn man mit einem schwierigen Partner verhandelt und sich auf eine gemeinsame Strategie vereinbart, dann haben wir unter großen Mühen die gemeinsame Strategie entwickelt. Und dann sagt der andere, ich gehe aber nicht drauf ein. Also ich meine, so ist nun mal Politik. Ich glaube, dass deutlich sein muss, dass die Europäer gemeinsam ihren Partnern jenseits des Atlantik, aber eben auch gemeinsam mit Russland und China hier zu einer Position gefunden haben, die wir jetzt auch durchziehen müssen. Immer verbunden mit der Aussage, wir glauben nicht an die Unausweichlichkeit der Eskalation und die Hand bleibt ausgestreckt. Das muss man auch glaubwürdig unterfüttern und angesichts der hohen persischen Kultur, angesichts der unheimlich hohen Bildung dieser jungen Bevölkerung und der Aufgeschlossenheit, die übrigens sich mehr auf Amerika als auf Europa richtet, habe ich doch die Hoffnung, dass das auch nicht ganz aussichtslos ist. Aber ohne Klarheit in der eigenen Positionsbeschreibung wird man da keinen Eindruck machen. Wird man das erfolgversprechend überhaupt? Sie haben den Partner jenseits des Atlantik genannt, lassen Sie mich auch auf die Rolle der USA nochmal zu sprechen kommen. Wird man erfolgversprechend überhaupt in absehbarer Zeit europäische Verteidigung haben können ohne Beteiligung der USA? Wir machen es schon in gewisser Maße. Das heißt, es gibt schon 17 europäische militärische Engagement auf der Welt, die nicht von der NATO kommen, sondern von der Europäischen Union. Es gibt 2 im Sudan, 3 in der Demokratischen Republik der Kongo, es gibt 1 in Aceh in Indonesien, 2 in Afghanistan. Es sind ganz viele Punkte, wo wir als Europäer ein Interesse haben, Peacekeeping Forces oder sowas zu schicken, wo die Amerikaner nicht mitkommen wollen. Und das tun wir schon. Aber ich glaube, wir haben auch ein Interesse daran, immer mit den Amerikanern Diskussionen zu haben über wer mag was und wann wir das zusammen machen sollen. Die Amerikaner, ich habe das gestern oder vielleicht auch heute Morgen bei dem International Herald Tribune gelesen, es gab einen amerikanischen General, war nicht so zufrieden. Er sagte, ja, die Europäer fragen uns nicht mehr, was wir denken, über was die tun. Das brauchen wir auch nicht mehr. Wir sind 500 Millionen Europäer, sind nur 350 Millionen Amerikaner. Sie investieren, die Amerikaner investieren 4-mal mehr pro Soldat in ihre Verteidigung als der Durchschnitt der Europäer. Ja, genau. Die Amerikaner schicken 30.000 Truppen zusätzlich nach Afghanistan, während der NATO-Oberbefehlshaber Rams um 2.000 zusätzliche aus ganz Europa betteln muss und sie nicht bekommt. Das zeigt auch die Grenzen Europas auf, oder? Ja, das stimmt. Und es stimmt auch, dass die Amerikaner für jeden Dollar, die investieren, viel mehr kriegen als wir Europäer für jeden Euro. Warum? Weil sie nur eine Verteidigungspolitik. Wir haben 27 verschiedene Verteidigungspolitik. Das müssen wir, und das tun wir auch allmählich, müssen wir zusammenbringen. Ja. Ich möchte jetzt mal eine Frage ans Publikum geben. Ich hätte jetzt Zeit, 10 Minuten Zeit für eine Fragerunde. Möchten Sie sich beteiligen? Die ersten Finger gehen schon hoch. Dann würde ich mal sagen, wir schieben jetzt mal 3 Fragen ein. Dann könnten die Referenten vielleicht reihum dann darauf eingehen. Ja, machen wir das so? Prima.
Sie haben sich als Erster gemeldet, Sie sind als Erster dran. Gratuliere. Herzlichen Dank. Holger Flöge, ich komme aus Niedersachsen. Herr Heuer, Sie haben zur Position Europas in der Welt den Begriff genannt, wir müssen uns interessant machen oder wir müssen interessant bleiben. Was haben wir denn außer Scheckbuchdiplomatie? Ich glaube, wir sollten da unten, ach so, wir sammeln. Oder? Wir können auch direkt antworten. Sie sind direkt angesprochen, antworten Sie auch direkt. Kein Problem. Also, wir sollten unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, wenn wir das jetzt in der Dimension militärische Potenziale anbieten oder sowas sehen, dann sehen wir ziemlich klein und mickrig aus, verglichen mit den Amerikanern oder anderen. Da sehen aber andere auch nicht mehr so toll aus. Also, das ist nicht das, worauf es ankommt. Wenn ich mir das wirtschaftliche Potenzial, die Hebelwirkung Europas im ökonomischen Bereich ansehe, dann haben wir etwas zu bieten. Wir müssen, und das wird ja die Zukunftssicherung für uns letztendlich entscheiden, die technologischen Vorsprünge erhalten und hoffentlich wieder ein bisschen ausbauen, um eine Chance zu haben. Wir müssen deswegen in diese Bereiche von Bildung und Forschung und Befriedigung von Neugier mehr hineinstecken. Und schließlich glaube ich, dass wir auch nach wie vor ein interessantes Angebot haben, wenn wir unsere Grundüberzeugung und Werte auch tatsächlich leben. Wir dürfen nicht unglaubwürdig werden. Wir haben in den letzten 2 Jahrzehnten als Westen, verstanden jetzt mal als die Gemeinschaft der aufgeklärten rechtsstaatlichen Demokratien, enorm an Ansehen in der Welt verloren. Da sind dann Fernsehbilder aus Abu Ghraib, die jede Stunde bei Al Jazeera wiederholt werden, von größerer Bedeutung als das, was wir in ganzen Konferenzen gemeinsam beschließen. Daran müssen wir wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Ich glaube, dann brauchen wir keine Sorge zu haben, dass wir keine Chance hätten in der Globalisierung. Aber wir müssen wegkommen von der Position, dass wir auf europäischen Räten uns der Frage zuwenden, ob wir uns jetzt mal huldvoll einer Weltregion zuwenden und mit ihr eine Partnerschaft aufbauen. Wir sollten froh sein, wenn diese anderen Weltregionen auf Europa zukommen und sagen, ihr habt uns was zu bieten und wir wollen mit euch zusammenarbeiten. So war die Bemerkung gemeint. Pardon, Herr Bertes, Sie hatten zwischendurch mal heftig den Kopf geschüttelt. Wollen Sie auch darauf eingehen? Ja, ich war ja ganz froh, dass es mal einen Punkt gab, wo ich mich mit Herrn Heuer nicht einig war. So, jetzt bin ich aber baff. Das kann aber auch einfach ein Missverständnis sein. Aber es ist ja gut, wenn wir irgendwo auch mal eine Differenz finden. Als Sie gesagt haben, wir haben militärisch weniger zu bieten, da gibt es für mich 2 kurze Antworten darauf. Die eine ist, wenn ich jetzt rausgehe auf den Alexanderplatz und frage, wer hat mehr Soldaten, die USA oder die Europäische Union? Ich glaube, die Antwort wird klar sein. Alle werden sagen, die USA. Tatsächlich ist es so, dass die USA 1 Million Soldaten haben, die Europäische Union 1,5 Millionen. Aber wir haben sie eben, also 50% mehr, aber wir haben sie in 27 Staaten verteilt. Und deshalb sind wir nicht effektiv und deshalb können wir eben viel weniger Soldaten rausschicken. Ich glaube aber nicht nur, dass wir mehr Soldaten haben, sondern ich glaube, dass wir, ich bin fest von überzeugt, und das bringt mich zurück zur Frage Krisenprävention, Konfliktlösung, dass wir für die Aufgaben der Zukunft, wo Soldaten nicht zur Landesverteidigung, sondern zum Krisenmanagement eingesetzt werden, auch die besseren Soldaten und die besseren Instrumente haben. Insofern glaube ich, in gewisser Weise haben wir hier mehr, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch von dem, was sie können. Nur die Frage ist, kommen wir dazu? Graham Watson hat richtig darauf hingewiesen, es gab bisher 24 oder 23 ESDP-Missionen, 17 davon laufen noch, mehr als die Hälfte sind militärisch. Wir haben eine Reihe von europäischen Kontingenten, wir haben europäische Battlegroups, die setzen wir nur nie ein. Die Frage ist, werden wir uns einigen, dass wir die Instrumente, die wir haben, auch gemeinsam zur Anwendung bringen können für eine Politik, von der ich glaube, dass sie besser fundiert ist für die Krisen der Zukunft, als das, was die Amerikaner heute an Armee haben. Dann war direkt noch eine Meldung da, hier, der Herr hatte sich gemeldet, da das Mikrofon hin, und wo noch? War da hinten noch jemand? Alles klar, da hinten. Bitte sehr. Ja, schönen guten Tag, Cyrus Reueck, Berlin-Köpenick. Ich weiß aus eigener Erfahrung beim Europäischen Rat, wie nah einem das eigene Hemd ist, besonders eben im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Wäre es nicht langsam an der Zeit, dass wir in Deutschland auch parteiübergreifend, strategisch, also auch wirklich in die Zukunft gerichteten außenpolitisches, sicherheitspolitisches Interesse entwickeln, eine Position der Stärke dann tatsächlich als Mittelmacht erwerben würden, um das dann in die europäische Waagschale zu werfen und man tatsächlich auf dem Weg zur Supranationalität etwas zu entwickeln, was vielleicht tatsächlich Stärke bedeutet und dann auch entsprechend stärker auch gegenüber den Vereinigten Staaten auftreten können. Treten wir zu zögerlich auf? Ich habe es
Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, ob das so zu verstehen ist, dass wir erstmal durch die Stärkung der nationalen Potenziale uns in die Lage versetzen sollen, im multilateralen Kontext, sprich der Europäischen Union und der NATO, eine stärkere Rolle zu spielen. Es geht nicht um das Potenzial, es geht um das Interesse, das Definieren eines außen- und sicherheitspolitischen Interesses. Ich glaube, da sind wir weiter, als das bisweilen unterstellt wird. Nun gebe ich gerne zu, dass Außen- und Sicherheitspolitik nicht die Schlagzeilen der deutschen Presse beherrschen, wenn nicht gerade irgendwo ein furchtbarer Konflikt ausbricht. Aber im Herausarbeiten dessen, was wir auch mit unseren zum Beispiel sicherheitspolitischen Potenzialen wollen, da sind wir schon, glaube ich, einen gewaltigen Schritt weiter. Nur das trifft ja das, was Herr Pertes eben gesagt hat. Was haben wir davon, wenn wir 500.000 Soldaten mehr unter Waffen haben in Europa, davon eben auch einen großen Teil in Deutschland. Wir aber wissen, in dem Moment, wo wir sie brauchen, können wir sie nicht einsetzen, weil sie als Grundwehrdienstleistende, von Ausnahmen abgesehen, die sich freiwillig weiter verpflichten, gar nicht in Konfliktzonen bringen können. Es ist ein Skandal und es ist auch aus liberaler Sicht so schade, dass wir dieses Thema umsteigen auf eine professionelle Armee, was ja für manchen von uns, der in den 50er, 60er, 70er Jahren diese Armee auch gelebt hat, sehr schwer fällt. Dass wir das nicht hingekriegt haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Finanzdruck so stark war, dass ein CSU-Verteidigungsminister gesagt hat, jetzt hören wir mit der Wehrpflicht auf. Ich habe diese Woche mit höchsten Vertretern der militärischen Seite der NATO darüber gesprochen, die sagen, hinter vorgehalten haben, jetzt Gott sei Dank, dass ihr dieses Thema jetzt beendet. Wir brauchen nicht eine kleinere, aber stärkere Bundeswehr im Bündnis. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es wichtig, dass wir daran erinnern, dass die Forderung der FDP nach Überwindung der Wehrpflicht basierte erstens auf der Wertschätzung der Wehrpflicht in der Vergangenheit, zweitens in der Einschätzung, dass Wehrpflicht und Wehrgerechtigkeit nicht mehr übereinzubringen sind seit langer Zeit und drittens, dass wir für die Zwecke, nämlich auch tatsächlich im Notfall militärische Stärke aufbieten zu müssen, wir mit der Wehrpflicht nicht weiterkommen, weil zwei Drittel dieser Armee damit beschäftigt sind, Grundwehrdienstleistende auszubilden, die später nicht eingesetzt werden können. Für eine letzte Frage bleibt noch Zeit. Die stellt Johannes Vogel, wenn ich das richtig sehe. Genau, Johannes Vogel aus Lüdenscheid, vielen Dank. Mach doch nix. Ja, ich habe eine Frage. Werner Heuer sagte eben, sprach eben über Europas Rolle in der Globalisierung oder die europäische Integration in der Globalisierung. Meine Frage ist, sollten nicht wir gerade als Liberale, denn am Ende des Tages ist ja hier eine Grundsatzdiskussion auch der FDP, die Rolle Europas in der Globalisierung oder zur Gestaltung globaler Fragen auch stärker als Begründung der europäischen Integration anführen? Weil ich habe das Gefühl, wenn man in Deutschland über die europäische Integration diskutiert, ist entweder der Binnenmarkt hilft uns, da können wir nach Polen exportieren oder nach in die Niederlande, oder Europa ist ein Friedensprojekt. Das ist ja auch alles gut und richtig, aber die Frage ist, ob nicht darüber hinausgehend das stärker auch Begründung für das europäische Projekt sein muss. Ganz kurze Ergänzung, ich glaube, das macht es nicht zwingend einfacher, weil sicherheitspolitisch muss man dann wahrscheinlich auch so Fragen beantworten, wie kann man den Amerikanern, sag mal, um eine böse Frage zu nennen, zu Problemen in Taiwan ganz allein überlassen oder geht uns das dann nicht auch an? Aber trotzdem, die Frage ist, ist es nicht vielleicht trotzdem oder gerade deshalb alternativlos stärker, die europäische Rolle in der Welt auch als Begründung für weitere Integrationen zu betonen? Danke für die Frage. Herr Watson regte sich sofort. Ich glaube, wir haben als Liberale eine große, große Gelegenheit in diesem Moment. Wir sind die einzige politische Kraft, die eine Antwort hat an den Fragen, an den Herausforderungen von Globalisierung. Warum? Bis 10 Jahre her gab es zwischen Liberalen eine Kluft, zwischen Sozialliberalen und Wirtschaftsliberalen. Es gab diesen Kluft zwischen die Idee, dass man irgendwie einen Sozialstaat haben könnte oder einen Wirtschaftsstaat, einen Freimarktstaat. Das gibt es nicht mehr. Alle wissen, dass wir konkurrenzfähig sein mussten. Also die Liberalen sind einig im Moment. Aber wir sind einig auch auf etwas viel wichtiger. Und das ist über die Idee von einer Europa mit einem, ich weiß nicht, wie man sagt auf Deutsch, Drawbridge, Zugbrücke oder Ziehbrücke vielleicht. A Drawbridge. Zugbrücke, ja. Wir wissen, alle Liberalen, dass wir ein Europa haben muss mit einer Zugbrücke runter. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Migration, das ist auch gut. Wir brauchen einen Dialog mit anderen Kulturen.
Wir brauchen freie Märkte und Welthandel und so weiter. Aber wenn man auf der rechten Flügel des Politiks ansieht, da sind die nicht mehr einig. Es gibt viele, besonders viele, die näher am Vatikan kommen, die denken, ja, wir müssen einen exklusiven christlichen, weißen, europäischen Club haben. Wir wollen keine islamischer, wir wollen nicht diesen Dialog mit anderen Kulturen. Und es gibt auf der linken Seite der Politik auch Leute, die die Zugbrücke auf Leute sind. Die sagen, ja, wir müssen keinen Freihandel haben, weil wenn wir Sachen aus Entwicklungsländern importieren, dann kostet das unsere Jobs. Also wir haben wirklich eine große Gelegenheit, Leute vom Zentrum der politischen Szene zusammenzubringen, um eine große liberale Kraft zu schaffen und eine ehrliche Weltpolitik zu treiben, was die anderen nicht mehr können. Wir müssen an diesem Punkt gleich Schluss machen. Ich möchte Werner Heuer noch die Gelegenheit zu einem Schlusswort geben. Herr Heuer, sind Sie, wenn Sie sich ins Jahr 2030 versetzen, sind Sie positiv, hoffnungsvoll gestimmt? Also erstens bin ich sowieso ein struktureller Optimist. Zweitens bin ich aber auch wirklich deswegen optimistisch, weil wir hier eine große Chance haben. Und die Frage von Johannes Vogel beantworte ich ohne Wenn und Aber mit Ja. Manchmal erinnert mich die Frage der Schwierigkeit in der Vermittlung Europas an die Frage der Schwierigkeit der Vermittlung dieser gegenwärtigen Koalition hier in Berlin. Sie brauchen immer ein Narrativ. Sie brauchen ein Projekt. Und wenn diese Bundesregierung nicht bald dazu bekennt, dass sie ein Projekt in der Modernisierung dieser Gesellschaft, des Staates sieht, und der Wirtschaft natürlich auch, aber eben auch der Gesellschaft, dass wir den Kampf gegen die Modernisierungsverweigerer und die Nicht-Neugierigen aufnehmen, dann werden wir es nicht schaffen. Und umgekehrt gilt für Europa auch. Wir haben in den 50er, 60er Jahren mit der ökonomischen Integration gigantisch etwas geschaffen und darüber hinaus in der Friedenspolitik. Aber das mit der Begeisterung über das freie Reisen in Europa hole ich keinen Jugendlichen heute mehr hinterm Ofen vor, schon keinen Älteren mehr. Das nehmen wir für selbstverständlich hin. Wir müssen das Projekt beschreiben. Und du wirst keine Rede von mir finden aus den letzten 15 Jahren, wo das Wort Selbstbehauptung in der Globalisierung nicht drinsteht. Und das ist unsere Chance, weil wir werden, selbst wenn wir noch so viel Geld in Bildung, Forschung, Technologie reinstecken und unsere Vorsprünge wieder zu erweitern suchen, wir werden es alleine nicht schaffen, sondern das ist der Weg über Europa. Und wenn wir ihn gehen, dann bin ich überzeugt, sehen die Europäer nicht alt aus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bedanke mich ganz besonders bei unseren Gästen Graeme Watson. Ich bedanke mich bei Professor Volker Perthes. Ich bedanke mich bei Werner Heuer und Ihnen noch einen angenehmen Tag. Die Herren müssen jetzt ein Flugzeug nehmen, deshalb müssen wir hier einfach die Sache beenden. Tut mir leid, hätten sicherlich noch Stoff für eine Menge mehr.